liegt, mein Kleiner. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Wind Waker HD. Hier ist wieder eure Scarlet Orisa im Anfangsbereich vom C4-Tempel. Wir wollen jetzt gleich einmal musizieren. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, mal sehen. Falsch. Ich will die auswendig lernen. Second try. Ich bin so blöd mit der Musik, jetzt mal ganz ehrlich. Und ich mag die Geigenversion lieber. Oder ist das ein Cello? Von der Größe her sollte es für einen Croc eher ein Cello sein. Ich mag dieses Schreigeräusch nicht so sehr, aber ist auf jeden Fall cool. So, jetzt sind wir hier im C4-Tempel. Ach, wir springen gleich runter? Ich kann mich nicht hier nochmal umgucken. Bin ich nicht so schön. Und oh, hier sind ja die... Hier sind die Pollen wieder. Oh, die Musik ist schön. So, kann ich noch mit dir reden oder kann ich nur... Ja, ich kann dich nur tragen. Was passiert, wenn ich eigentlich... Ach so, er muss hier bleiben. Okay. Ich wollte nur wissen, was hier oben noch so ist. Aber hier scheint nichts zu sein. Nicht mal der Teleportpunkt. Das überrascht mich. Gibt es hier keinen? Hm. Na gut, komm mit. Wir tragen dich jetzt erstmal durch die Gegend. Oha, hier ist ganz viel Wind. Ich vermute mal, ich muss meine Items ein bisschen umarrangieren. Ich würde glatt sagen, das Blatt brauchen wir auf jeden Fall. Vielleicht den Bumerang oder den Greifhaken? Ich täte tatsächlich sagen... Obwohl, nein. Vielleicht die Eisenstiefel. Weil die haben wir ja auch gebraucht, um hier reinzukommen. So, was passiert, wenn ich ihn jetzt hier werfe? Okay, er kann in dem Wind auch nicht fliegen. Oder er kann gar nicht so weit fliegen. Interessant. Ach, Moment mal. Okay, wir brauchen ihn. Wow, 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 wow. Hallöchen, du. Komm her, du. Wo bist du? Tot bist du. Gut so. Meine Güte. Und wir haben den Tempel mit vollen Herzen. Wuhu. Was passiert jetzt, wenn ich... Okay, das geht nicht. Was brauche ich denn dann hier? Vielleicht die Eisenstiefel? Oh, Tatsache. Okay, das ist so ähnlich wie die Planta Humper. Alles klar. Jetzt weiß ich, was los ist. Gut. Nur, wie kriege ich ihn jetzt wieder hier hoch? Das ist jetzt, glaube ich, das größte Problem. Und was ist das? Sieht aus wie Beete. Mal überlegen, die Charakteristiken seiner Rasse. Vielleicht kann er Bäume pflanzen. Oder Blümchen. Genau, Blümchen. Ich bin für Blümchen. Makorus, du bist ein super Gärtner. Habe ich soeben beschlossen. So, wir werden hier sehr viel Magie brauchen, habe ich so im Gefühl. Oh, shit. Nee, das war zu früh. So. So, was passiert, wenn ich hier reinfliege? Passiert mir da was? Ja, ich werde nach unten geschleudert. Und da ist ein Monster. Na, richtig toll.
Okay, hi. Willst du auf die Fresse? Ja, du willst auf die Fresse haben. Okay, nein, das hilft nichts. So. Gleich rauf. Super. Wir haben ihn erledigt. Sehr schön. Ich glaube, wir brauchen hier die Sonate. War die nochmal? Ja, ich kann mir null merken. Dabei ist das das einfachste Lied im Spiel, meiner Meinung nach. So. Oh, das ist so süß, wenn wir ihn kontrollieren. Das ist so cute. So, was machen wir hier? Oh, Tatsache! Oh, es sind keine Blumen, es sind Bäumchen. Schade. Oh, nein, du sollst nicht fliegen. Du sollst was pflanzen. Eine Kiste? Okay. Was passiert, wenn ich jetzt mit ihm hier durchgehe? Oh. Ich kann hier überhaupt nichts machen. Alles klar. Ich fliege aber mal am besten wieder nach oben. Nur damit ich sicherheitshalber wieder oben bin. So. Was ist hier drin? Rubine, wirklich? Aber gut, ich habe 1000 Rubine. Was beschwere ich mich? So. Die Frage ist jetzt eher, was müssen wir hier machen? Vielleicht sollte ich ihn nochmal kontrollieren. Das ist, glaube ich, jetzt mal eine ganz gute Idee. Was ist denn, wenn ich hier ganz nach oben fliege? Nee. Oh! Tatsache! Er kam durch! Er ist durchgekommen! Was passiert, wenn ich ihn jetzt hier raufstelle auf den Schalter? Ich komme nicht auf den Schalter! Wollt ihr mich verarschen? Mäh. Das heißt also, ich muss irgendwie... Verdammt, nee. Hä? Oh, ich habe eine Ahnung, was hier los ist. Okay, okay. Ich denke, ich begreife so langsam diesen Tempel. Hoffe ich. Nee, das war nicht hoch genug. Deswegen ist ja auch überall Gras, damit man sich gegebenenfalls Magie wieder aufladen kann, oder? So. Und jetzt, wo Link die Eisenstiefel trägt, vermute ich, dass das helfen könnte. Falsch rum. So. Moment mal. Oder was passiert, wenn ich... Ach so. Okay, dann war es doch anders, als ich überlegt hatte. Okay, dann geht es natürlich auch so. Ich hoffe jetzt nur, dass wir gut genug fliegen können. Weil wir ja keine Magie mehr haben. Nein! Fuck. Entschuldigung.
Wollte nicht fluchen. Ja, wow, das hilft uns so viel. Gib mir mehr Magie. Ein Glück, wir haben ein bisschen mehr. Nein, wollte hier nochmal das Gras mähen, dass wir hoffentlich ein bisschen mehr Magie haben. Oh, ein Glück. Oh, wie soll man das denn hier schaffen ohne ein Magie-Upgrade oder sowas? Ich frage mich sowieso, ob es sowas überhaupt gibt. Also, wenn, hatte ich es noch nicht. Und in den Kommentaren denken sich jetzt sicher alle... Es gibt doch XYZ-Magie-Upgrade. Warum hast du das nicht? Oh Gott, der Tempel wird jetzt so schwer für dich. Moment mal, er hätte da runtergekonnt wieder? Na egal. Gut, dann setzen wir uns jetzt mal... Setzen wir mal unseren Weg fort und... Oha, wir müssen wohl hier sehr, sehr viel... Ich tu dich mal hier weg. Oh, wie war das nochmal mit den Dingern hier? Genau, die Rückseite. Du kannst die Rückseite angreifen. Oh, shit. Der explodiert gleich. Wow. Kriege ich das mit dem Bogen überhaupt hin? Nee, dann warte ich mal, bis er sich bewegt. Komm her. Komm. Lauf. Lauf. Oh, feige Sau, beweg dich. What the fuck is wrong with this guy? Whoa. Schön, jetzt haben wir ihn. Okay, weg da. So, und ich vermute mal, hier brauchen wir das Blatt. Ja. Hält das jetzt dauerhaft oder hält das jetzt nur für eine gewisse Zeit? Nee, das hält dauerhaft, wie es ausschaut. Das ist gut. So. War das jetzt gut oder nicht? Ist jetzt die Frage. Das heißt doch, Moment. Hier sind zwei Schalter. Ja, jetzt bleibt das wahrscheinlich dauerhaft offen. So, haben wir hier noch irgendwas in dem Raum? Nö. Gut, dann lasse ich mal Makros übernehmen. Weil es ist meiner Meinung nach sicherer, wenn er hier... Oh. Moment mal. Es ist meiner Meinung nach sicherer, wenn er hier rüberfliegt. Und ich glaube, hier muss ich wieder die Dinger pflanzen. Oh, wie süß er die Treppen hochspringt. Das ist so cute. Das ist so viel cuter als Medoli. Nicht, dass Medoli nicht cute ist, aber trotzdem. Und die Blätter sind irgendwie sehr dunkel. Nein. Das wollte ich. Du bist echt ein super Gärtner. Weißt du das eigentlich? Du bist der beste Gärtner aller Zeiten. Wow. Und ich bin der idiotischste Link, der in die Klingen rennt. Genau. So, was nun? Ich lasse dich hier mal kurz sitzen. Das heißt, nee. Wir brauchen dich schon wieder.
ich das nämlich richtig gesehen habe. Genau. Müssen wir hier was einpflanzen? Alter, wie schnell die Bäume bei ihm groß werden. Meine Güte. Dann einmal hier. Zwei Bäumchen. Und drei Bäumchen. Und wo können wir dann weiter? Heidetüren. Okay, cool. Oh nein, nicht die Grabbel. Nein. Alter, wie unfair ist der Scheiß bitte? Wo ist er jetzt? Oh nein. Wo ist er? Oh Gott. Oh Gott, nein. Wo ist er? Wo ist er? Ach du Schande. Was machen wir denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Ist er vielleicht wieder am Anfang vom Tempel? Ich kann es nicht... Doch, er ist da irgendwo. Okay, gut, dann gehen wir mal in die Richtung. Das richtig gesehen habe, soll hier irgendwo ein Ding zur Seite sein? Nee, hä? Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich dussel. Gut, wieder zurück. Alles auf Anfang. Einmal Blatt. Einmal durch. Einmal Grasman für hoffentlich ein bisschen mehr Magie. Scheinbar nicht. Meh. Okay, gehen wir erstmal hier rein. So, was willst du denn? Wetterfreund Link, ich bin hier. Oh Gott, der ist eingesperrt. Nein. So, was willst du denn? Dich erledigen wir erstmal. Aha! Haben wir dich. Sehr schön. Mehr Magie. Aber wie holen wir ihn da raus? Ist jetzt die Frage. Was denn? Die Steinschaufel, die den Ausgang versperrt, sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Dekobaum. Wenn doch nur der Dekobaum hier wäre. Also wenn es um Schwere geht. Kann ich sie jetzt schieben oder... Ich bin doch schwer. Oder... Moment mal. Muss ich vielleicht mit einem Pfeil auf die Dinger schießen? Teste das mal. Nee. Auch nicht. Und wie soll denn der Dekobaum hier sein? Mal sehen. In seiner Zelle kann er nicht so sonderlich viel machen. Oh. Hier haben wir ja auch noch zwei nette Freunde. Hi. Wir brauchen Bomben. Die waren mit Bomben zu besiegen, wenn ich mich richtig erinnere. Du mich auch. Guten Appetit. Geh weg. Sehr schön. Dann komm mal her. Gib mir noch mehr Bomben. Gib mir noch mehr Pfeile. Volle Bomben, volle Pfeile. Wunderbar. Hi, du. Happa, happa. Und jetzt laufen wir lieber weg. Bevor hier noch irgendeine Scheiße passiert. So. Bomben, Herzen, Pfeile. Was haben wir hier?
Kann ich nicht. Oh, da ist ja schon dieser blaue Zurücksetzpunkt. Ich habe den grünen noch nicht mal aktiviert. Das mache ich vielleicht offscreen bis zum nächsten Part an. Wow, gibt's hier viele Herzen. Okay, ich glaube, ich gehe mal hier rein. Vielleicht finde ich ja hier einen Hinweis. So. Komm her, du. Ich finde es aber toll, dass wir mit dem Dekublatt jetzt mehr Action haben. Und mehr machen können. So, das ist voll. Oh oh. Will ich mich hier fallen lassen oder will ich mich nicht hier fallen lassen? Ich glaube nicht. Moment mal. Hier ist was offen. Also hier ist was rissig. Machen wir das nochmal auf mit einer Bombe. Das? Nö. Hä? Oh, vielleicht mit den Eisenstiefeln irgendwie durchbrechen oder so? Oder mit dem Hammer. Das könnt ihr mir auch vorstellen. Oh. Das war's. Und... Oh nein. Wo landen wir? Wir landen einfach nur wieder im Raum, wo Makoros festsitzt. Okay. Gut zu wissen. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich überlege mir bis zum nächsten Part einen Plan, wie wir hier weitermachen können. Aber ich muss sagen, bislang gefällt mir der Tempel sehr gut. Also, der macht richtig viel Spaß, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Bis dann, Leute. Bye. Genau, streck dich, Link. Und jetzt aber wirklich. Tschüss.